Song. Handelt von dem größten Piraten aller Zeiten. Harry als Blackbeard, charmanter als Jack Sparrow und hochprozentiger als Captain Morgan. Macht euch bereit für den Schrecken der Meere, den Charlie Sheen der Tavernen, für Klaus Störtebecker. Gestern noch, aber drehen es friedlich doch. Mit mir was ist schön, ich kurz so früher erledigt. Ich bin schnell gewartet, Ende, dass die Sonne kommt von die Wände. Vor dem Wind gesetzte Segel, auf und ihre Strecke zerbrechen. Und es ist gerade weiter, plötzlich der Gewalt im Tal. Auch ein Bauch ist wir und wir. Sing, 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 sing
bleibt an. Geht es euch gut? Sehr schön, ihr habt es nicht verlernt. Bei Piraten klingt das allerdings ein bisschen anders. Ich hab's gehört. Seid ihr gut drauf? Ja. Wir machen weiter mit unserem Katerlied. Schon noch früh genug rein. Du bist vorgemerkt. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum es so wenig weibliche Piraten gibt? Wir können euch darauf auch keine Antwort geben. Allerdings wissen wir, warum es eine weniger gibt. Nämlich die Schlange.
schon ganz gut geklappt. Wir wollen das Ganze jetzt auf die Spitze treiben. Und zwar, ihr singt mit uns. Keine Angst, der Text ist nicht allzu schwer. Geht so ungefähr. La 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 la. Super! We'll be right back.
Ihr wart echt großartig. Also wir haben bisher noch nie so ein cooles Publikum gehabt und so ein lautes vor allem. Wir werden das weiter ausbauen. Wir sind ja jetzt schon sehr weit im Osten, aber wir waren sehr, sehr weit im Osten. Und zwar unter dem Sichelmond.
vielen Dank. So, jetzt Hand aufs Herz. Wer von euch war gestern Abend betrunken? Ah, die Orga-Band, okay. Wer von euch ist jetzt immer noch betrunken? Perfekt. Wer von euch wäre gerne betrunken? Wer von euch ist heimlich betrunken, aber die Freundin darf es nicht erfahren? Ah, verraten! Das nächste Lied ist für euch.
Hand die Fahne. Jawohl, Stan. Vor genau einem Jahr ist was ganz Besonderes geboren worden zu unserem Seeräuberleid. Und zwar unsere traditionelle Polonaise, die ihr jetzt mit uns anstimmen dürft. Bisher gab es noch kein Konzert, wo es nicht funktioniert hat. Die Fahne, ich würde sagen, der Fahnenträger vom letzten Jahr, Holsch. Der so lüstern greift, ja. Geht es euch gut? Ja! Das ist der Räuberleid! Abschluss gebracht werden. Setzt also nochmal eure Trauerminen auf, ihr habt es eben so schön gezeigt. Ja. Und wenn sie mich einst fallen sollten, jetzt das Ohr, dann werde ich's vom Galgen schreien. Dort, wo mein Herz schon immer war, dort soll nun auch mein Körper sein. Bevor wir jetzt zu unserem letzten Lied kommen, jetzt ist nochmal ein Ohr angebracht, ja. Bevor wir jetzt zu unserem letzten Lied kommen, müssen wir euch nochmal auf unseren Merchandise-Stand aufmerksam machen. Zu meiner Rechten, zu eurer Linken, Dominik verkauft gerade fleißig Buttons oder was auch immer. Wir haben eine große CD, also unser Album ist vor kurzem rausgekommen. Es lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen. Und, Achtung, heute um 14 Uhr gibt es eine Autogrammstunde mit uns. Und zwar am Infostand. 14 Uhr, Infostand, Elmsfeuer. Und jetzt hört ihr, welchen Rand.
im Herzen, den Teufel im Rücken, zieht uns einst die Sünde zum Gold. In zeichiger Schmerzen, es wird uns erdrücken und schlägt die letzte Stund. Doch stehlen wir stetig um das Seelenheil, Schuld sitzt uns tief im Gebein. Vergeltung wird uns in der Hölle zuteil, der Preis ist die ewige Pein. Titel verabschieden, damit er auch schön in den Ohren bleibt, unsere nonverbale Hymne. Ihr kennt sie bereits. Ein Bein oder ein Wein? Jetzt weiß ich, warum die Captain alle Holzbeine haben. Du bist ja dran schuld. Unmöglich. Okay. Ihr kennt den Text, ihr kennt die Melodie.
Ich kenne die Taktik. La 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 la. Jetzt aber alle. Ich sehe so viele Männer mit Bärten, das muss lauter sein. Lauter. Macht's gut, bis um 14 Uhr zur Autogrammstunde.